Hallo liebe Leute, heute machen wir Pasta, und zwar eine vegetarische Bolognese. Das Rezept stammt aus meinem Kochbuch, Genial Gesund. Wir haben eines der klassischsten Familienrezepte genommen, Spaghetti Bolognese, und es vegetarisch gemacht. Es ist gesund, ausgewogen, ihr bekommt 3 eurer 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, was fantastisch ist, und es macht satt. Eine geniale Art, ohne Fleisch an eure Proteine zu kommen, was im modernen Leben immer praktisch ist. Wir haben hier 2 Stangen Sellerie, 2 Karotten, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen. Außerdem habe ich hier 20 Gramm getrocknete Steinpilze. Das ist das Einzige, nach dem ihr vielleicht ein bisschen suchen müsst, aber es gibt sie im Supermarkt und sie geben euch diesen vollen Geschmack. Das ist ein einfaches und leckeres Rezept. Gebt ein paar Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne, mittlere Hitze, Sellerie schön fein gehackt. Den Knoblauch in Scheiben schneiden. 2 fein gehackte Zweige Rosmarin, 2 Karotten, klein gewürfelt. Das ist ein rustikales Arme-Leute-Essen und es wird euch sowas von glücklich machen. Ich nehme rote Zwiebeln, ihr könnt Gemüsezwiebeln nehmen, schön fein hacken. Das dünsten wir jetzt bei mittlerer Hitze mit Deckel für etwa 15 bis 20 Minuten an, zwischendurch immer mal wieder umrühren, wir wollen das Gemüse nicht anbräunen. Bevor ich es vergesse, ich bedecke die getrockneten Steinpilze noch schnell mit Wasser, die sind super würzig. Daraus entsteht eine unglaubliche Brühe. Das Gemüse hatte jetzt etwa 20 Minuten und es dünstet schön sanft vor sich hin. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen hochdrehen und mit 100 ml Chianti ablöschen. Den lassen wir einkochen. In der Zwischenzeit können wir ein paar Lorbeerblätter hinzugeben, rein damit. Die Pilze könnt ihr einfach grob hacken. Die haben Wasser gezogen. Es sind zwar nur 20 Gramm, aber die werden unfassbar Geschmack liefern. Und jetzt geben wir die Brühe dazu. Und damit sind wir fertig mit dem Dünsten. Oft gibt es hier kleine Ablagerungen, entsorgt die einfach. Jetzt kommen die Tomaten rein, reißt die einfach nur grob auf. Die fallen beim Kochen selber auseinander. Ich gebe noch in jede Dose einen Schluck kochendes Wasser. Einmal schwenken. Tomaten sind drin, jetzt kommen die Linsen. Die sind klasse, die nehmen den Geschmack genauso auf wie Fleisch. Zerkleinert die Tomaten, brecht sie auf und wir stellen den Herd wieder runter auf eine mittlere Stufe. Und das Ganze können wir jetzt für etwa 30 Minuten köcheln und vor sich hin blubbern lassen. Und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Lasst uns kurz probieren. Das ist der Punkt, an dem ihr die Soße abschmecken könnt. Der Herd ist aus. Ihr könnt gerne ein wenig Petersilie in dieses wunderschöne Ragout geben. Ihr könnt auch Basilikum nehmen, wenn ihr mögt, oder auch Majoran oder ähnliches, bringt Abwechslung rein. In dem Topf hier haben wir die Nudeln, 80 Gramm pro Person. Ich bin von weißer Pasta, Spaghetti, auf Vollkornnudeln aufgestiegen. Vollkornprodukte haben 3-mal mehr Ballaststoffe, sie haben mehr B-Vitamine, also richtig gut. Was ich jetzt als nächstes tun werde, ist ein bisschen von dem Kochwasser zu stibitzen, um der Soße eine bessere Konsistenz zu geben. Und ich möchte, dass alles schön locker ist, damit sich das hinterher perfekt mit den Nudeln vermischen lässt. Diese Pasta hatte jetzt ungefähr 8 Minuten und ist sowas von bereit für die Soße. Gießt die Nudeln ab, aber fangt auf jeden Fall ein bisschen von dem Kochwasser auf. Und ich zeige euch gleich, warum das so wichtig ist. Ich gebe ein paar Löffel von der Soße dazu, seht euch das an. Einfach vermischen. Parmesan, 15 Gramm, der Geschmack des Parmesans bringt all diese schönen Aromen zusammen. Das wird jetzt langsam etwas dick und zäh und das ist nicht cool. Deshalb werden wir etwas von dem Kochwasser dazugeben und so wird das alles schön locker bleiben und die perfekte Konsistenz behalten. Zeit zum Anrichten. Und bevor die Vegetarier unter euch mich verurteilen und sagen, Parmesan ist gar nicht vegetarisch. Dies ist genau genommen ein Käse namens Bella Lodi, der mit einem vegetarischen Lab hergestellt wird und Parmesan sehr ähnlich ist. Und hier haben wir sie, unsere köstliche vegetarische Bolognese. Lasst uns reinhauen. Wirklich gut, irgendwie leicht rauchig durch den Rosmarin und die Steinpilze, süß dank der Tomaten und wir haben das ganze Gemüse, das irgendwie in die Linsen eingekocht ist und dem Ganzen diese ragoutartige Textur verleiht, die wir lieben. Bitte probiert es selber aus, ihr werdet wirklich überrascht sein. Für weitere tolle Rezepte abonniert den Kanal. Super gesund und super lecker und darum geht es letztendlich.